Ein Zeichen vom Universum. Liebe bahnt sich ihren Weg zu dir. Daran erkennst du, dass dein Lebensmensch bald zu dir kommt. Wir verlieben uns im Schnitt nur 3-mal in unserem Leben. Natürlich gibt es viele Flirts oder auch die eine oder andere Affäre. Wirklich Liebe aber ist dabei nur selten im Spiel. Die spirituelle Welt geht davon aus, dass es für jeden Menschen ohnehin nur eine bessere Hälfte gibt. Und zwar jene, die das perfekte Gegenstück zu seiner Seele bildet. Diese Zwillings- oder Dualseelen sind unsere Lebensmenschen, die das Schicksal uns seit jeher zugedacht hat. Doch wie so oft im Leben gilt auch hier, gut Ding braucht Weile. Woran du erkennen kannst, dass die Zeit des Single-Daseins bald vorbei ist und die große Liebe schon praktisch vor deiner Tür steht, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Du wärst auch mit dem Ist-Zustand zufrieden. Paradoxerweise fühlt sich die Liebe immer dort am meisten willkommen, wo sie absolut nicht gebraucht oder sehnlichst herbeigefleht wird. Die wahre, echte, unverfälschte Liebe, die unser Herz erfüllt und unsere Seele endlich komplettiert, möchte der exklusive VIP-Gast in unserem Leben sein. Kein stummer Diener, der für uns die Kastanien aus dem Feuer holen soll. Wer die Liebe braucht, weil er allein nicht klarkommt, wird lange auf sie warten und in dieser Zeit unendlich viele Frösche küssen müssen. Wärst du jedoch bereit, ab sofort dein Leben allein und ohne Partnerin oder Partner zu bestreiten und würdest dich damit auch noch gut fühlen, dann wird die Liebe schon bald mit Sack und Pack vor deiner Tür stehen. Nummer 2. Deine Intuition spürt deutlich, dass neue Zeiten anbrechen. Unser kluger sechster Sinn weiß meistens vor unserem Verstand Bescheid darüber, wenn der Wind sich dreht. Das, was wir unter Intuition verstehen, ist ein Sammelsurium an Gefühlen, Wahrnehmungen, unbewussten Beobachtungen und Ahnungen, die uns die Zeichen erkennen lassen. Viele Menschen beginnen schon geraume Zeit, bevor sie ihren Lebensmenschen treffen, ihre eigenen 4 Wände umzuräumen, Platz zu schaffen für eine zweite Person in ihrem Leben und das Feld der Träume zu bestellen. Solche Vorahnungen sind gar nicht so selten und weisen souverän auf eine bevorstehende Glücksinvasion in unserem Leben hin, wenn wir aufmerksam sind. Nummer 3. In die Zukunft blickst du so optimistisch wie nie zuvor. Die Liebe ist nichts für Schwarzseher und Pessimisten. Sie will sich, wie bereits erwähnt, wohlfühlen bei uns und kein Trostpflaster für chronisch unglückliche Menschen sein. Ein positives Mindset und eine optimistische Lebenseinstellung sind insgesamt die Zutaten für Glück und Erfolg, egal um welchen der Bereiche unseres täglichen Daseins es sich handelt. Je höher die Schwingungen sind, die unsere Glücksgefühle und unser Frohsinn in die Welt hinaustragen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort auf die Resonanz treffen, mit der wir in den Sonnenuntergang spazieren möchten. Nummer 4. Du lebst endlich im Frieden mit dir. Die Liebe ist kein Quickfix für alles, was falsch läuft in unserem Leben. Auch unsere Zwillingsseele ist nicht dazu da, unser Selbstwertgefühl endlich auf ein gesundes Niveau zu hieven oder alte Wunden aus der Vergangenheit zu kurieren. Um die Liebe anzuziehen, müssen wir der perfekte Magnet für sie werden. Dieser ist nicht makellos, aber er sollte keine Großbaustellen und keine allzu argen Defizite aufweisen. Ein fester Charakter, Willensstärke, ein gutes Standing im Leben und ein solides Dasein, das sich sehen lassen kann, schaffen den idealen Nährboden für ein Leben zu zweit. Bevor du den Partner bekommst, den du möchtest, musst du erst selbst zu diesem werden. Nummer 5. Deine Träume erzählen von Liebe und diesem einen Menschen. Eine rege Austauschplattform für Intuition und Unterbewusstsein stellen unsere Träume dar. In ihnen sehen wir häufig die Zukunft, aber meistens ohne es zu wissen. Träumst du jedoch immer wieder vom selben Menschen oder einer romantischen Handlung, die dich mit einem schönen Gefühl am nächsten Morgen erwachen lässt, sind auch das Vorzeichen, die Großes in Sachen Liebe ankündigen.
was wir uns tagsüber häufig verbieten, nämlich das Bauen von Luftschlössern und das Träumen von dem einen Menschen, dem wir uns nicht erklären müssen, darf sich nachts voll und ganz entfalten. Wünsche und Sehnsüchte aller Art dürfen dann nämlich gelebt werden. Nummer 6. Begegnungen mit besonderem Tiefgang. Manchmal treffen wir Menschen und wissen sofort Bescheid. Diese Frau oder dieser Mann wird von Bedeutung für uns sein. Solche wahrlich schicksalshaften Begegnungen sind selten, aber umso intensiver. Die spirituelle Welt ist überzeugt davon, dass zwei Dualseelen einander im Bruchteil einer Sekunde erkennen können, selbst wenn sich dabei zwei vollkommen Fremde gegenüberstehen. Manchmal ist das Aufeinandertreffen mit besonderen Menschen aber auch nur der Türöffner oder der Anknüpfungspunkt, den die Liebe braucht, um den Weg in unser Leben zu finden. Wir wissen es bei keiner Hand, die wir schütteln, ob diese uns nicht direkt oder indirekt zu unserem Lebensmenschen führen wird. Nummer 7. Synchronizitäten, die von Herzen kommen. Wenn sich diese berühmt-berüchtigten Zufallsketten ereignen, hat eindeutig das Universum seine wundervollen Hände im Spiel. Synchronizitäten ereignen sich immer dann, wenn die höheren Mächte uns besonders deutlich auf etwas hinweisen möchten. Siehst du beispielsweise laufend Engelszahlen oder triffst alte Bekannte wieder, die dir neue Chancen eröffnen, ist das alles andere als ein purer Zufall. Pflastern Synchronizitäten deinen Weg, ist das ein freundlicher Hinweis von ganz oben, dass sich Bahnbrechendes in deinem Leben verändern wird. Freu dich auf Schönes, wenn der Zufall dich besuchen kommt. Unser heutiges Fazit: Die Liebe kommt, wenn wir es am wenigsten erwarten. Das Paradoxe an der Liebe ist ihr unbändiger Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit. Je mehr wir mit Gewalt oder ein paar Tricks versuchen, sie in unser Leben zu zerren, desto widerspenstiger wird sie sich zeigen. Wer sich verzweifelt nach Liebe sehnt, wird leider leer ausgehen oder schlimmer noch, einem Menschen begegnen, der diese Sehnsucht schamlos ausnutzen wird. Ironischerweise kommt die Liebe immer dann zu uns, wenn wir uns an einem Punkt im Leben befinden, an welchem wir auch bestens alleine zurechtkämen. Wenn es uns nichts mehr ausmachen würde, bis ans Ende unserer Tage Single zu bleiben, fühlt die Liebe sich erst willkommen. Warum? Die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Sie will gewollt werden, aber keinesfalls gebraucht. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!